Impfvereitelung. Das hat gerade die Schlagzeilen gemacht. Eine Person hat in einem Impfzentrum den Impfstoff vertauscht mit Kochsalzlösung und dadurch wurden eine große Anzahl von Menschen nicht wirksam geimpft. Und eine noch größere Anzahl von Menschen muss nun ersatzgeimpft werden, wobei man nicht ganz genau weiß, wer jetzt von der fehlgeschlagenen Impfung betroffen war, weil mehr Leute jetzt vorsichtshalber geimpft werden müssen. Da war die Frage, wie ist das rechtlich zu sehen? Macht man sich strafbar und welche Schadensersatzansprüche sind möglich? Die zivilrechtliche Seite ist hier leichter zu beurteilen und vielleicht sogar fataler, je nachdem, was ein wichtiger ist, Freiheit oder Geld. Es entsteht ein Schaden und zwar sowohl bei den Leuten, die nicht richtig geimpft wurden und jetzt womöglich neu geimpft werden müssen, aber auch beim Betreiber des Impfzentrums. Machen wir zunächst mal Letzteren. Der Betreiber des Impfzentrums hat ziemlich hohen Aufwand, weil er muss 3.000, 4.000 Menschen neu laden und impfen. Und wir wissen, dass Impfungen im Zentrum ziemlich teuer sind, teurer als beim Hausarzt. Das ist nämlich nicht nur die 20, 30 Euro für die Impfstoffdosis, sondern natürlich auch für die Infrastruktur und das Personal. Und das kann über 100 Euro pro Impfung ausmachen. Grenzkosten muss man natürlich mit EDA-Kosten jetzt abgrenzen und vergleichen, aber es kann durchaus sein, dass 3.000 Impfungen auch 300.000 Euro zusätzliche Kosten verursachen und dafür kann auch ein Arbeitnehmer, der vorsätzlich handelt, schadensersatzpflichtig sein. Der Betroffene, der jetzt extra nochmal neu reinfahren muss, hat vermutlich dafür keinen so besonders hohen Aufwand oder Schaden, kann diesen sowohl gegen das Land als Betreiber des Impfzentrums, als auch gegen die schädigende Person geltend machen, weil wir hier in 826 eine wohl vorsätzlich sittenwidrige Schädigung haben. Aber jetzt kommt es zur strafrechtlichen Seite. Und die ist ein bisschen komplizierter, weil es gibt keinen Straftatbestand für die Vereitelung von Impfstoffdosen oder die Aussetzung von ungeimpften Personen. Worüber man nachdenken kann, ist gefährliche Körperverletzung. Und zwar für die originäre Impfung mit Kochsalzlösung. Im Strafrecht ist es so, dass wir unterscheiden zwischen objektivem Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Und ja, das hier wird zu einer Jura-Vorlesung ein kleines bisschen. Jeder ärztliche Eingriff mit einer Nadel und einem Skalpell ist zunächst einmal objektiv gesehen eine gefährliche Körperverletzung und wäre auch strafbar, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft wäre. Die Strafbarkeit der Ärzte, Pfleger und Hilfspersonal scheitert aber an der Einwilligung. Der Patient hat eingewilligt und sagt, ja, du verletzt mich, aber ich bin damit einverstanden. Allerdings ist diese Einwilligung unter Bedingungen abgegeben worden. Der Patient willigt ein, nachdem er aufgeklärt wurde. Wenn er nicht richtig aufgeklärt wurde, funktioniert auch die Einwilligung nicht. Aber er willigt nur ein in eine bestimmte Behandlung. Zum Beispiel, ich willige darin ein, mit einem Impfstoff geimpft zu werden und dafür auch gestochen zu werden. Stellt sich jetzt heraus, dass ich gar keinen Impfstoff, sondern Kochsalzlösung bekomme, dann bezog sich meine Einwilligung nicht auf diesen Sachverhalt. Und dann haben wir eben nur eine gefährliche Körperverletzung ohne Rechtfertigung und womöglich Schuld. Wen trifft denn jetzt diese Strafbarkeit? Möglicherweise war der impfende Arzt oder Pfleger oder die Krankenschwester, MTA, was auch immer, gar nicht die Person, die die Impfstoffdose vertauscht hat. Wir haben also möglicherweise zwei verschiedene Personen, nämlich einerseits die Person, die die Spritzen aufgezogen und dabei vertauscht hat und zum anderen die Person, die sie verabreicht hat. Wir wissen den Sachverhalt jetzt nicht ganz so genau. Und da haben wir die Figur der mittelbaren Täterschaft. Es kann also sein, dass die Person den Impfstoff vertauscht, nicht selbst die Spritze verabreicht, aber trotzdem für diese gefährliche Körperverletzung verantwortlich ist. Weil nämlich die Person, die in gutem Glauben die Spritze gesetzt hat und nicht wusste, dass was anderes drin ist, nur als ein Werkzeug betrachtet wird. Und der Täter dahinter ist der mittelbare Täter. So funktioniert Strafrecht, das könnte also eine Strafbarkeit sein. Vielleicht gibt es noch andere im Arzneimittelgesetz. Und dann ist natürlich die Frage, was ist, wenn jetzt eine ungeimpfte Person sich infiziert, erkrankt oder gar daran stirbt? Kann man das überhaupt nachweisen und ist das überhaupt kausal? Und das sind zwei verschiedene Sachen, die immer wieder vertauscht werden. Deshalb gehen wir der Sache mal kurz auf den Grund. Zunächst einmal Kausalität. Kausalität bedeutet also, dass ein Ereignis für ein anderes Ereignis kausal ist, verantwortlich ist. Wir Juristen haben dafür zwei Theorien, die Äquivalenztheorie und die Adäquanztheorie oder Lehre. Die Äquivalenztheorie, und ja, es wird jetzt hier nochmal ein bisschen komplizierter, sagt, ein Ereignis ist kausal, wenn es nicht weggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandliche Erfolg entfällt. Ganz schön viele Verneinungen, aber das ist die kürzeste Formel. Also Äquivalenztheorie sagt, der
Erfolg tritt ein. Machen wir es andersrum. Man kann das Ereignis, um das es geht, nicht wegdenken, ohne dass der Erfolg entfällt. Und jetzt mal konkret am Beispiel. Wenn ich richtig geimpft worden wäre, wäre dann auch der Tod eingetreten, ist die Frage. Also wenn die Vertauschung wegfällt, würde dann auch das Ereignis am Schluss, die Infektion oder der Tod wegfallen. Bei der Infektion ist das durchaus schwierig, weil wir nicht genau wissen, ob nicht die Person sich trotz Impfung genauso infiziert hätte. Beim Tod könnte man mit gewissen Wahrscheinlichkeiten arbeiten und sagen, also dieser schwere Verlauf oder der tödliche Ausgang wären sehr unwahrscheinlich. Aber das ist wiederum eine Frage des Beweises, aber auf der Seite der Kausalität könnte man das zunächst einmal annehmen. Kausal ist jedes Ereignis, was in der Kette ein weiteres Glied bildet. Wenn ich irgendwo 5 Minuten aufgehalten werde und ich bin deswegen 5 Minuten später am Ort, wo ich überfahren werde vom Auto, ist derjenige, der mich aufgehalten, auch kausal dafür, dass ich an der Stelle später vom Auto überfahren wurde. Ist kausal. Aber ist das wirklich eine zurechenbare Kausalität? Und dafür haben wir jetzt die Adäquanztheorie. Das heißt, die zunächst äquivalenten kausalen Erfolge werden dann nochmal gefiltert auf Adäquanz und da werden diejenigen Ereignisse rausgenommen, die nicht erwartbar waren. Also Kausalketten können lang sein. Sie können auch über viel Zeit hinweg gehen, aber sobald ein Ereignis hinzutritt, mit dem man nicht hat rechnen müssen, obwohl auch dieses Ereignis kausal war, bricht die Kausalkette und man sagt, dieses Ergebnis ist nicht mehr zurechenbar. Das ist zum Beispiel, wie jetzt eben das Beispiel, jemand hält mich auf und deswegen bin ich zu einer fatalen Zeit an dem Ort und werde von einem Stein getroffen, vom Auto überfahren oder dergleichen. Zurück zu unserem Beispiel. Wir haben natürlich die Herausforderung, Kausalität zu haben, nachzuweisen, darzulegen zwischen einer Erkrankung und der fehlgeschlagenen Impfung. Vor allem wissen wir nicht, haben wir die Schwierigkeit, dass wir beweisen müssen, dass tatsächlich dort eine fehlgeschlagene Infektion war. Aber das ist ja genau das, was wir unterscheiden wollen. Wenn wir wissen, diese Person ist nicht geimpft worden, dann können wir die Kausalität betrachten. Die Beweisbarkeit ist jetzt wiederum eine andere Herausforderung und da müssen wir jetzt wieder das Straf- und Zivilrecht voneinander unterscheiden. Strafrechtlich muss also ein voller Beweis dafür erbracht worden werden, dass diese Person nicht geimpft wurde und dass nicht noch andere Täter im Impfzentrum unterwegs waren, die in gleicher planmäßigen Absicht Impfstoffdosen vertauscht haben. Könnte man ja als alternatives Ereignis durchaus als Verteidigung auch vorbringen und das müsste dann erst einmal widerlegt werden oder ein Richter müsste sagen, das ist völlig außerhalb jeglicher Lebenswahrscheinlichkeit. Zivilrechtlich lässt sich aber durchaus sagen, dass selbst die 3000 Ersatzimpfungen, die vorsichtshalber vorgenommen werden, kausal sind. Denn gäbe es das Ereignis nicht, würde man nicht die 3000 Leute zusätzlich zur Impfung laden. Das ist also kausal. Und jetzt kann man sich fragen, hätte man das verhindern können? Könnte man genauer herausfinden, wen man jetzt impft und wen nicht? Und da gab es so medizinische Aspekte von wegen Antikörpertests wirken nicht genau oder sagen nichts aus, weil sie sich im Körper des Menschen unterschiedlich verhalten. Medizinische Sachen, davon haben Juristen jetzt keine Ahnung. Also könnte man sagen, das ist zumutbar, zurechenbar, dass eben ein paar mehr Leute geimpft werden und dass der dabei entstehende Schaden immer noch kausal ist. Was kommt dabei raus? Das wissen wir nicht genau. Spannende Frage könnte auch sein, ob auf der Ebene des Vorsatzes zu berücksichtigen ist, dass die Frau vielleicht sich gedacht hat, dass diese Impfstoffe schlimm sind und so tut damit Gutes. Kann man das berücksichtigen? Ist das tatsächlich ein vorsatzausschließender Grund? Also stellen wir uns vor, die Täterin trägt später vor, sie ging davon aus, dass Corona nicht existiert, dass eine Impfung nicht wirksam ist und dass der Impfstoff deswegen nicht nur unnötig, sondern sogar schädlich ist. Sie hat sogar Gutes tun wollen damit. Darf man das glauben? Und jetzt wird es natürlich spannend. Was wird der Richter sagen? Kann man den Vorsatz ausschließen, wenn man sich wissenschaftlichen Kenntnissen widersetzt, sie negiert? Das ist eine Frage, die dann der Tatrichter entscheiden muss.